Hallihallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drover, meine lieben Freunde. Kennen wir schon absolut nicht mehr aus, wo ich hinlaufe. Ich bin die ganze Zeit verwirrt, weil ich denke, der Pfeil wird ja wohl in die Richtung zeigen, wo ich aber der... Ich bin maximal verwirrt, was die Karte da macht. Ich würde gern da drüben. Da ist der Bär, ja? Kann man beim Bär nicht irgendwo vielleicht? Schau mal, da unten ist ja irgendein großes Gebäude. Ja, jetzt ist sie gelaufen. Nein, du bleibst in jedem kleinen Scheiß bleibt da hängen. Kann er nirgends runterspringen, wäre ja zu einfach. Ich komme nicht mehr weg. Ich verstehe nicht. Hey. Das ist niemand aufgefallen beim Spielen. Wir damals auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Das ist niemand aufgefallen beim Spielen, dass das anstrengend ist, oder? Das Problem ist, ich sehe ja teilweise nicht, was mir den Weg blockiert. Das ist es. Ne? Wenn wir von Realismus reden, ich würde ja sonst voraussehen, ja, sehen, dass es Hindernis. Ich sehe es immer erst. Ich weiß es ja nicht. Manchmal kommt er bei sowas hier vorbei und schon siehst du, er kommt da nicht rumherum. Was soll ich denn tun? Seine Ecken, seine Sachen bleibt da hängen. Das ist das Todesurteil dann für mich natürlich logisch. Ich wollte jetzt einfach nur schnell durchlaufen und schauen. Es ist ja an, es ist nicht, es ist mir nicht vergönnt. In Ruhe lassen. Schaut, wenn ich halt wenigstens einmal wo runterspringen könnte. Kommt ja da schon, das ist ja das nächste. Du weißt ja nie, wann geht's, wann geht's nicht. Wann ist erlaubt, wann ist gut, wann ist schlecht. Da irgendwie wahnsinnig. Jo, geht's doch heim, bitte. Mei, wie lange noch? Ha? Wie lange jetzt noch? Jetzt find ich mal was, jetzt gehen die nicht weg. Die Arschviecher, die verdammten, Alter. Jo, nicht all. Klar, da sind die Happen daheim. Jo, jetzt stirb ich da wieder, Alter. Sie lassen schon. Wie lange wollen sie mich jetzt noch verfolgen? Habt ihr jetzt dann endlich die Schnauze voll einmal? Der Rex. Wie ich verschissenes. Ja, ich wollte die eh am Leben lassen, aber du hast ja mir keinen Frieden gegeben. Du hast mich ja nicht in Frieden gelassen. Du Mistviech, du Verfluchtes.
So lange hast du geschunden und genervt. Das ist ja nicht das, wo ich hin habe, wo ich wollte, dort oben. Das sind die Ruinen. Da kommst du nie ganz da nach hinten, oder? Da zu dem anderen. Könnte was Seltenes sein, deswegen nehme ich es mit. Ja, na sicher. Endlich haben wir wohin gefunden. Was machst denn du hier? Wie, du hast Schnapper hergelockt. Wenigstens siehst du aus, als würdest du nicht gleich umkippen im Kampf. Dann gut, dass du bei uns bist. Ich könnte Hilfe brauchen. Albrecht, Kami, Yama und ich haben hier eine Mine gefunden, die ordentlich Silber ist. Ich halte gerade Wache, weil hier überall Schnapper rumlungen, aber haben einen gekillt, aber es kommen immer mehr. Ich soll dir Schnapper töten? Oh. Wenn es so einfach wäre, scheißgefährlich Viecher, hängt dir schon einer am Arsch, kommt die anderen raus. Ich will nicht auch noch deinen Tod auf dem Gewissen haben. Ich muss die Mine mit meinem Wall absichern. 12 Stück Holz brauche ich dafür. Lustbett liegen Wracks mit gutem Holz. Bring mir das, dann kann ich den Schnapperschutz bauen. Was habe ich davon? Silber, wir haben schon viel geschürft. Kannst so viel haben, wie du dran kannst. Klingt gut, ich schaue mich um. Solltest du noch wissen, dass am Flussbett gefährlich ist? Naja, wie überall hier. Hier ist es. Damit rettest du uns den Arsch. Mit dem Holz kann ich die Schnapper fernhalten. Silber, wir gehen in die Mine. Wir haben genug davon. Kannst du alles nehmen. Die ganze Zeit aber auf der Top wollte die ganze Zeit so wie. Aber wenn er hier steht. Wird er uns ja wohl helfen, die Schnapper auszudüngen. Das ist ja nicht blöd, ne? Haben wir einen gratis Helfer. Ja. Was haben die in der Mine, Bett? Der Schlüssel passt.
Das ist ja gleich noch besser. Jetzt kann man sich ausruhen und die ganzen Schnapper killen. Supi. Schau, da schon baut. Geil. Ich gebe 60 Erfahrungspunkte. Ich war der Meinung weniger. Hörst du, mein Freund? Der hilft uns. Vor der Haustür, Hansi. Super. Raum kommen lassen mehr. Okay, jetzt war die Palisade aufgeschüttet, jetzt hauen sie natürlich ab, super. Jetzt ist das der Traum hinfällig vom Würden aufleveln. Schade. Wäre geil gewesen. Hat ja super geklungen. Dann gehen wir mal rein. Schauen wir uns mal um. In der Mine. Hm? Ah, die Arbeit, aber es lohnt sich. Hey, hörst du das? Was soll ich denn hören? Dort kommt nachts immer so ein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, was genau das ist, aber es hört sich gefährlich an. Hast du mal nachgeschaut? Spinnst du? Ich gehe da doch nicht hin. Bin doch nicht verrückt. Ich arbeite hier noch zu Ende und dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Kann mich mal umschauen. Sag sie, da ist irgendwas. Bring dich nicht in Gefahr. Wenn du es machen willst, ich kann dir da nicht helfen, wenn es gefährlich wird. Also ich gesagt, nachts. Können wir schön abbauen hier. Geil. Meine Mine. So, da will ich nur die Frage, was mit dem ganzen Silbererz am Ende anfangen. Schade, den können wir nicht rauslocken. Ja. Denk oder sich oder den zusammenhauen. Ja, voll Erfolg dabei.
Alles abernten. Ich hab da noch surfen, ich kann da unten wieder nicht auftauchen. Hoffentlich. Was denkst du, ich sag so viel Trank an meine Taschen, ich kann unendlich viel Trank an meine Taschen sind. Nimmer satt. Denke mir. Oh Gott. Ha? Oh, du hast mein Versteck gefunden. Du scheinst ein gutes Auge für Verborgenes zu haben. Was hältst du von dieser Höhle? Ist sie nicht wundervoll? Sehr hübsch. Das finde ich auch. Freut mich, dass du diesen Ort zu schätzen weißt. Ich komme immer her, wenn ich eine Pause von der Arbeit brauche. Der Wasserfall plätschert, die Natur ist friedlich, alles schön, anders als die Schufterei im Stollen. Bitte erzähl niemand von diesem Ort. Wenn hier massig Leute rumlatschen, ist es aus mit der Ruhe. Okay. Hm. Unser kleines Geheimnis, ja, bitte. Ein Moment. Ich bin ja nicht so. Okay. Ihr Kollege würde ja gern von dem Problem erlösen, ne? Aber. Dem bin ich nicht gewachsen. So. Und dann ist mein Plan wieder zurück. Ich hab gehofft, dass da vielleicht die Leute sind. Das sind ja doch so viele. Boah, ich habe nicht Lust drauf. Ich würde achten, da ist immer wieder dieser Nebel auf, das ist, finde ich, gar nicht toll. Okay, wir müssen, wenn es ist, zum Holzfällerlager. Das ist eigentlich das, was ich vorhatte, dass wir das einmal auch abgeschlossen haben. Wäre jetzt so die Idee.
Also sind sie richtig blöd. Geil, verschwendet. Gut. Mal noch ein bisschen looten. Supi! Wir waren auch nochmal schöne Erfahrungspunkte. Wie gesagt, jetzt haben wir schon wieder das nächste Level up. Klingelt ja eh gleich wieder. Ja, jetzt muss ich dann langsam schauen, dass ich da mal fertig werde mit der Aufnahme. Ich habe schon viele Folgen gemacht, jetzt sind ein Stück ziemlich. Weißt du, dass er lustig ist? Weil ich mich immer wieder mal ärgere, weil ich mir die Gegner nicht zum Schmeißen komme. Ehrlich. Sehr gut. Sagen wir schon, ich glaube, die, was die Brücke reparieren, sind gefragt. So. Eine will richtig arbeiten und nicht mit dem Kessel rumeiern. Ich habe Kero getroffen. Und ist er noch beim Ruinenlager? Was hat er gesagt? Wie geht es ihm? Aber in der Mine des Ruinenlagers. Arbeitet also nicht in einem Kessel, mit den Händen komisch. Er wollte immer nur kochen. Ich meine, dass er sich erst ein paar Münzen verdienen will. Münzen, wofür würde Kero denn? Ah, Moment. Er hat immer davon erzählt, irgendwann seine eigene Taverne und die Küche haben zu wollen. Ist im Ruinenlager wahrscheinlich leichter als hier bei uns. Jedenfalls danke, dass du nach ihm geschaut hast. Vielleicht sollte ich doch von ihr abhauen, wenn sich eine Chance bietet. Geil. Ich habe den zusätzlich, aber gut, das ist doch nötig. Sing ist so, als ich, soll ich dafür belohnen, also. Ja, das haben wir eh schon. Okay, perfekt, schon haben wir einen Stufenaufstieg hinter uns. Jetzt haben wir tatsächlich schon 9 Lernpunkte wieder. Das ist eine Einhandwaffe, das Speer. Das heißt, du könntest tatsächlich ein Schild dazu tragen. Tatsächlich. Okay. Ja, wenn ich schon mal da bin, Junge. So. So, jetzt haben wir Kampfkraft 51.
Ja, eigentlich, wir sind bei 51 Kampfkraft. Es ist gar nicht so weit bis zu dieser Barbaren-Streitachse tatsächlich. 74, ich meine, sicher, das sind über 20 Punkte, aber. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Schau, dass mir niemand beibringen kann. Ja, wie ich einfach. Dass mir einfach niemand. Was wollte ich denn überhaupt sagen jetzt? Jetzt habe ich es vergessen. Ja, dass mir niemand das beibringen kann für die Ding. Stehlen einfach. Das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich schade. Ja, das ist, ich weiß nicht, wann wir das endlich lernen können. Babsi. Ha? Na, schau mal. Giftige Spitze, oder? Das ist halt aber verdammt geil, oder? Kritische Drehungen vergiften zusätzlich den Feind. Da muss ich wirklich schauen. Noch wegen der Axt. Was man dort lernen kann. Das ist ja auch nicht. Das mag ich oder zum Beispiel. Das mit dem Gift. Weil du dann Bluten und Gift auf den Gegner streuen kannst. Müssen wir nur einen Axtkämpfer haben, um das so abzugleichen. Sag mal, bist du nicht letztens in der Dunkelheit völlig nackt aus dem Lager gerannt und keiner konnte dich einfangen? Das war ein Anblick, wie bei dir alles in der Nacht rumgewippt ist. Ich vermute, da hatte Oheng seinen Spaß mit dir. Sei nächstes Mal vielleicht etwas vorsichtiger, sonst verheddert sich was in den Büschen. Was ist so lang? Das ist ja Kompliment dann. Ist er?
Das habe ich übersehen. Jetzt dann werden wir es öffnen. Mal wieder was entdeckt. An den roten Turm in Drova. Die Zirkelwächter der Hauptstadt berichten, die Golems seien intakt angekommen. Zwei der Runenweber seien jedoch auf der Runenreise schwer verletzt worden. Der Senat verlangt eine Erklärung. 19. Quartis 282 nach, weiß ich nicht, T. Spannend. Okay. Haben wir das auch gesehen. Okay, ja. Was kann man so sagen? Wie gesagt, eigentlich hätten wir nur noch sonst, wir müssen das Paket und das abholen. Und dann würden wir es auf noch einen Weg nach Nemetzen machen. Die anderen da nicht anfindet, kann ich auch nichts machen. Elixier der Konzentration. Alraune Leuchtbarsch. Da braucht man immer Alraune. Das wäre es eigentlich. Haben wir irgendwie Ring oder irgendwie was für einen Trank? Einen schönen Rezept, ja. Stärke, Rotpilz, Heilpflanze, Kalapilz, Heilsalbe. Okay.
Die nehmen wir noch raus, die Sachen. Das Gefühl bei dir wäre es irgendwie schade, da könnte noch irgendwas dran sein, das muss brauchen. Sehr gut. Das ist gut. Haben wir ein bisschen Geld wieder gemacht. Ich muss weiter. So. Wir haben. Das ist doch mit dem Inventar, muss ich schauen. Das kann man ja. Rotpilztinktur, super. Jetzt können wir nochmal wieder Heilpflanzen sammeln. Wie verrückt. Na, mal hinkriegen. Jetzt können wir die Brandsalben eigentlich machen. Wo jetzt heißt, habe ich gemeint, ich wollte das machen. Ist ja wurscht. Und von D14 fürs erste und dann wenn wir D verbrauchen und dann werden wir umsteigen. Gut. Viel was können wir jetzt eh nicht mehr machen, wie gesagt. Es liegt dann hauptsächlich daran, dass wir den dann auf dem Wege machen. Bleibt wohl nicht aus. Und ist prinzipiell eh okay. Ha. Was willst du über Connor erzählen? Connor, lass mal überlegen. Er wirkt recht einsam. Bring den Abend allein im Feuer und wirkt recht unzufrieden. Rede nicht viel. Erst abends allein im Feuer? Aber ja. Habe ich gerade gesagt, oder? Er würde sich bestimmt über die Gesellschaft freuen, aber mit mir redet er leider nicht. Vielleicht solltest du es versuchen. Karte vom Ruinenlager. Ach, schau. Okay. Hier finde ich jetzt dann. Super. Holt man es jetzt auf, dass das so wegsteht. Ja gut. Aber wie gesagt, im Prinzip würde ich jetzt tatsächlich sagen. Hm. Weißt du was? Ich komme von Saga, er fragt, ob du. Bleib mir weg mit den. Nehme Tom Pisse, ich bleib hier, sag ihm das. Okay. Hm. Was gibt's? Mit der Doro werden wir uns in der nächsten Folge auf den Weg machen. Ja, dann nehmen wir die nächste Folge und begeben uns in der nächsten Folge, wie ich noch nehme. Denn. Schauen wir, dass wir dorthin kommen. Dann gehen wir das wirklich einmal an. Dann machen wir die Folge jetzt einmal ein bisschen etwas kürzer mit 40 Minuten. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.